Willkommen hier zu unserer neuen Season. Aber bevor wir beginnen können, müssen wir noch einmal hier drüber gucken. Denn ich möchte ein paar Strecken im Kalender haben und ein paar draußen. So wird Singapur rausfliegen. Aber ich möchte Japan und auch Frankreich, ich möchte Portugal und auch Frankreich drin haben. Und ja, ich bin jetzt auch nie ein großer Fan von Japan gewesen. Aber auch weit oben gibt es sicher ein, zwei Strecken, die mir jetzt nicht so gefallen. China werden wir jetzt das erste Mal nicht mit reinnehmen. Und Monaco ist eher eine Strecke, die, ich würde mal sagen, fade ist. Das ist so ein bisschen für und wider, was wir hier nehmen sollen. Deswegen, ja, ich bin halt echt schwer im Grübeln, denn Monaco wäre halt wirklich, ja, so eine Strecke. Wir müssen jetzt Monaco wieder rausgeben. Oder ich gebe jetzt mal Monaco raus. China bleibt vorerst mal draußen. Und so, ja, ergibt sich unser neuer Rennkalender. Es werden trotzdem nur 23 Rennen sein. Aber wir werden dafür in Portugal, aber nicht in China fahren. Dafür in Frankreich, aber dafür nicht in Monte Carlo. Und so ist halt eine Sache schwierig. Singapur und Japan sind eh zwei Strecken, wo ich eh eher semi-gut bin und die ich gar nicht so richtig mag. Deswegen werden wir, ja, ich weiß nicht, Monaco ist eh, boah. Ja. Wir werden dann auf jeden Fall das Endresultat sehen, wenn wir soweit sind. Autosport, wir werden auch hier nicht großartig was ändern, weil never change a losing team. Ja, der Ferrari hat zwar die gleichen Stats, also der Mercedes-Motor ist strong, trotzdem wird es schwierig werden. 28 Millionen bleiben uns über. Wir werden aber hier eine kleine Änderung machen, denn ich habe mir auch vorgenommen, meine Handschuhe etwas anzupassen, die Rennanzüge auch ein bisschen anzupassen. Und hier werden wir auch eine kleine Änderung nur machen, denn ich werde GRE, also dieses, dass man weiß, dass das Team ein deutsches Team ist, werden wir dahinter geben, weil man hat ja oft auch so ein paar Buchstaben bei den anderen Teams und ich weiß jetzt nicht, ob ich AMG oder GTO oder irgend sowas dahinter hinterschreiben will, aber ihr wisst, was ich meine, denke ich mal. Und wir sind hier endlich in Bahrain Season Nummer 2 in unserer F1 23 My Team Karriere mit Audi und die erste Season ist eigentlich besser gelaufen, als ich mir das jemals erträumen hätte können. Wir haben fett Punkte geholt und sind jetzt wieder in Sakhir. 5,4 Kilometer, 15 Kurven, 3 DS-Zonen, eine tolle Strecke, gut überholbar, leider aber auch ja natürlich gut angreifbar, wenn man in Führung liegt oder vorne liegt. Also das kann eine interessante Sache werden. Wir haben noch keinen einzigen Sieg auf unserem Konto, aber immerhin haben wir einen zweiten Platz in Monte Carlo letzte Season und einen zweiten Platz in Las Vegas. Also ja, schaut doch gerne oben rechts die Playlist an, abonniert auch unbedingt gern kostenlos den Channel. Lasst doch gerne eine da. Das Auto ist zickiger wie in der Vorseason. Kommt mir so ein bisschen vor, als ob sich das in die falsche Richtung ein bisschen konstruiert hätte, abgegradet hätte. Wir haben viel Oversteer, auch wenn ich hier, ich fahre mit vielen Einstellungen. Ja, da bin ich ein bisschen zu weit neben die Strecke gekommen, hat mir aber ehrlich gesagt eh nicht viel gebracht. Ja, es ist schwierig, denn gerade Bahrain ist so ein bisschen das, ja, so dieses Mecker, weil es zeigt ja halt, ein Auto, hier hat man alles. Schnelle Kurven, mittlere Kurven, langsame Kurven, Haarnadelkurve, man hat viele DS-Zonen, man kann das Auto eigentlich testen und wenn man hier gut ist, heißt das eigentlich, ist man auch gefühlt in der ganzen Season gut und wenn nicht, er zeigt das so ein bisschen, wie das Auto in der Season abgehen wird. Ich glaube den Ganzen natürlich nicht ganz, aber es wird trotzdem spannend werden. Hier den Berg rauf, da haben wir ein bisschen Zeit liegen lassen und ich bin auch ehrlich gesagt im Überlegen, ob wir vielleicht von One-Shot-Qualifying auf das kurze Qualifying gehen. Da hätte ich nämlich ein, zwei Versuche und vor allem kannst du dann auch irgendwie mit Windschatten irgendwas probieren. Gerade bei kurzen Qualifying ist ja auch gefühlt immer wie auf der Strecke und eventuell, ich habe jetzt dieses bis Australien habe ich schon fertig aufgenommen. Also wir werden dann das eventuell erst in Imola probieren. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Lewis Hamilton startet heute von der Pole und der talentierte Spanier Carlos Sainz macht die erste Reihe komplett. Und schauen wir uns den Rest der Startaufstellung an. Leclerc, Perez, Verstappen, Russell, Albon, Ocon, Oscar Piastri, Gasly, Hülkenberg, Bottas, Norris, Mansell, Magnussen, der Wissenschaftler, Tsunoda, Joe,
Doohan, Sargent, Stroll und Nyck de Vries? Also dann, es wird Zeit. Wir schalten runter zur Strecke für das heutige Rennen. So, da, und hier sind wir nun. Der erste Start in der neuen Season. Und Nigel Mansell hat uns ausqualifiziert. Der ist ein toller Qualifier und ich hoffe, dass im Rennen halbwegs so gut ist. Das war mal eher ein Start nix. Also dieser Start war eher semi-gut. Doch, ja, im Turn 1 müssen wir aufpassen. Da gehen wir neben Valtteri, da geht's Rad an Rad, aber auch sehr eng zur Sache. Und ja, Mann, Valtteri, was machst du da? Okay, der konnte auch nicht ausweichen. Hier war nämlich auch noch der Oscar. Und ja, da müssen wir zurück in den Windschatten. Und ja, den Berg rauf sind wir ganz spät auf der Bremse. Fast zu spät. Nur irgendwie habe ich den Scheitel da noch bekommen. Und das ist P10. Die Alpine vor uns. Mal gucken, wo die neue Hackordnung sein wird. Also ich bin mir dann noch nicht ganz so sicher, denn gerade bei Rhein hier, wir müssen uns wieder an das etwas veränderte Handling gewöhnen. Und es ist ja gerade bei Rhein, wo man auch sagen muss, ja, mal schauen. Ich mag die Strecke eigentlich sehr, nur wie gesagt, ich konnte auch nicht das richtige Setup hier finden. Das ist extrem schwierig generell. Ja, darauf den Berg. Es ist etwas anders. Also wir haben natürlich jetzt die Pace, aber es fehlt halt teilweise echt an Aerodynamik und auch an Handling. Also falls ihr wisst, was ich meine, ich habe keine Ahnung, was es da auf sich hat. Wir werden auch ein bisschen hier umstellen. Unten seht ihr es. Ich probiere auch ein bisschen was während dem Rennen aus. All in all hat mir das Ganze noch nicht so ganz gefallen. Hoffentlich wird das besser mit jedem Rennen der Season. Auffallend ist auf jeden Fall, dass von vorne gesehen auf der rechten Seite jeder gefühlt schlechter weggekommen ist als wir. Und gerade auf meiner Seite sind die Leute etwas besser weggekommen als... keine Ahnung. Also das ist echt interessant, diese Sache. Trotzdem muss man sagen, ich freue mich extrem wieder hier neue Season. Das war auch ein cooles Überholmanöver. Auch weil die beiden sich das gefallen haben lassen. Wir sind hier in Runde Nummer 2 und ich kann Gasly folgen. Das ist natürlich toll. Wir können endlich auch unseren Rivalen aus der letzten Season gut folgen. Die McLaren hat es ein bisschen abgeschlagen. Und ja, da müssen wir, das war keine Berührung. Das hat nur so ausgesehen. Also wir sind wirklich ganz, ganz haarscharf. Ich habe da auch in der Replay geguckt. Das war keine Berührung. Wir sind nur unfassbar nah an seinen Heckdiffuser da dran gekommen. Und jetzt hier ein Gasly. Vielleicht wird das was. Da profitieren wir aber auch ein bisschen davon, dass Albon da vorne alles so ein bisschen einbremst, würde ich mal sagen. Er ist jetzt so wie letzte Season. Wir sind vom Auto her, glaube ich, also ich denke mal, dass Russell und auch die Alpine-Jungs wesentlich schneller könnten, wenn Albon davor nicht wäre. Aber ja, so ist es dann halt auch mal. Hier gehen wir ganz frech rein und das reicht dann tatsächlich, um hier vorne zu bleiben. Wir kassieren das DRS und arbeiten uns jetzt auch an Esteban Ocon dran. Die enge Kurve hat schon für viel Aufsehen gesorgt. Ich denke auch an dieses Überholmanöver von Fernando Alonso an Lewis Hamilton. Der ist auch ähnlich vorbeigegangen. Sehr, sehr strong, interessant und ja, mit viel Eier musst du da auf jeden Fall beweisen, denn bist du zu spät auf der Bremse oder spielt der Vordermann nicht mit, bist du ja weg vom Fenster, ist dein Auto ja kaputt und du musst ja da wirklich richtig, richtig aufpassen. Esteban Ocon und auch Russell frecken sich immer noch so ein bisschen mit dem Albono ab. Man muss auch sagen, der hat da richtig schon an Boden verloren. Die Red Bull Jungs da sind safe schon 5-6 Sekunden weg und musst du mal gucken. Also da müssen wir echt mal schauen. Und ja, dann, das ist gut. Wir bekommen noch das DS. Das habe ich fast anders gesehen. Und ja, jetzt wird es interessant. Jetzt geht Esteban Ocon an George Russell außen vorbei. Und wir können da leider aktuell nur zuschauen. Und müssen auch auf unseren Hintermann aufpassen. Denn Pierre Gasly ist auch in unserem DS-Fenster. Jetzt müssen wir halt mal gucken. Denn wenn ich da jetzt nicht gut genug dranbleiben kann, muss ich, wahrscheinlich damit rechnen, genauso wie jetzt. Es ist ganz knapp nicht im DRS-Fenster mehr drin zu Alexander Albon und wir sind ja jetzt eigentlich leichte Beute für Gasly
Auch Valtteri drückt hier ordentlich an. Jetzt das einzige Jerez, was wir noch haben. Und ja, das reicht nicht. Ich dachte, der geht noch einmal rechts. Aber ja, da kann ich jetzt auch nichts machen. Das ist leider gegessen mit einem späten Move hier. Irgendwie mit einem Brexit-Manöver. Können wir immerhin uns den 9. Platz behaupten, doch. Die alten Probleme sind nach wie vor immer noch da bei unserem Auto. Es ist einerseits der Reifenverschleiß, der wirklich noch viel, viel größer ist als bei den anderen Teams. Und ja, genau durch diesen Reifenverschleiß können wir halt die Pace nicht so lang auf sich halten. Ich kann jetzt auch nicht immer in jedem Rennen eine andere Strategie probieren, denn das wird auch auf Dauer keinen Sinn machen. Ja, Gasly war jetzt schon in der Box drin. Bottas hat ein bisschen abreißen lassen, das ist auch immer wieder zu sehen. Ab Runde 9, 10 ist die KI dann ein bisschen schwächer, muss ich sagen. Und da können wir so Time to Shine machen. Bringt uns aber eher semi-wenig, weil jetzt sind die Reifen durch. Also das zeigt mir auch schon das Ganze. 9. Runde ist auch gut, wir haben nur 20 Runden, jetzt gehen wir rein. Mir zeigt das Ganze schon, wenn ein Albon jetzt auch easy da aufholbar ist. Und wir waren ja bis auf 1,4 Sekunden an Albon dran, bevor den Rutscher da bevor ich den Rutscher eingebaut habe. Und jetzt gehen auch die ersten in die Box. Es ist der Führende, der geht rein. Ferrari geht weiter. Der zweite Ferrari geht rein. Red Bull geht rein. Russell fährt weiter. Und Albon fährt auch weiter. Albon fährt auch weiter. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Albon jetzt weitergefahren ist oder nicht. Schaut so aus. Das ist natürlich Gold wert, denn das wäre ein perfekter Undercut, wenn Albon da weitergefahren wäre. Wir gehen jetzt rein, holen uns die gelben, war okay, 2,5 Sekunden, etwas, ist glaube ich bei uns ein perfekter Boxenstopp und ich glaube ja, Albon ist weitergegangen, das ist sehr gut für uns, denn, also Albon hat ja so ein gräuliches Logo, nicht so ein rotes Logo und das scheidet jemand aus, das ist glaube ich ein Alpha, oder? Ja, ein Alpha Tauri scheidet aus. Gegen den sind wir all in all, glaube ich, nicht gefahren, oder? Nick de Vries? Glaube nicht. Schade, dass der, by the way, nicht beim Rennen dabei sein wird. Also generell in der Formel 1 dabei sein wird in Ungarn. Weiß ich nicht, wie man das Ganze jetzt anstellen wird mit der Intro. Wird man das Ganze rausschneiden? Vermutlich schon. Also man muss dann den guten Ricciardo einbauen. Und das wird auch ein bisschen was an der Intro ändern. Ob das auch im Game passieren wird, bin ich mir nicht ganz sicher. In der Startaufstellung, ob man die Frist daraus gibt, ich weiß es nicht genau. Man sieht es auch hier, ich bin am Limit, ich push, was das Zeug hält, denn ich weiß, jetzt kommen noch die Leute, die vor mir waren, in die Box rein und ein Albon und ein, wie die alle heißen, die da vor ihm waren, Russell, die könnten wir jetzt mit einer guten Inlap, also mit einer guten Outlap, undercutten. Und ich bin da wirklich gespannt, ob das Ganze reichen wird. Jetzt müssen wir mal gucken. Bottas hinter... Nein. Nein, jetzt kommt der scheiß Safety Car. Und die bekommen den halben Stopp, Mann. Dieses Safety Car ruiniert das komplette Rennen, Leute. Es ruiniert alles. Das ist wirklich bad. Das ist wirklich, wirklich bad. Wir gucken uns hier die Replay an. Es ist einfach nur... Scheiße, dieses verdammte Safety Car. Ja, mal gucken, das Beste geben. Wir werden dadurch jetzt hoffentlich nicht allzu viele Plätze verlieren. Auch wenn die Leute natürlich vor uns jetzt die halbe Zeit brauchen. Wir waren aber auch nah dran, muss man sagen. Und ja, hier Turn 1, das war dann, wie wir unseren Albon dran arbeiten wollten. Da nehme ich die Stange mit. Das ist aber auch Standard bei mir hier. Ja, den Berg rauf. Und das war dann dieses Zwischen, ja, ich wollte da nochmal zurückstechen und ja, das war vielleicht ein bisschen too much und ja, da bist du auch mit dem Messer zwischen den Zähnen, sah ganz spät rausgezogen und ja, das ist eher, ja, nicht so sauber gewesen. Hier haben wir dann, boah, bist du nass. Was für ein Pendler, Leute. Was für ein Pendler hier. Und hier sind wir nun im Restart. Let's go. Im Windschatten sind wir trotzdem langsamer als Esteban Ocon.
Es ist der 9. Platz und wir sind, da bin ich echt spät auf der Bremse. Und da können wir dann doch das schöne Loch hier finden. Und das war genau der Oversteer, den wir gerade in der Replay drin hatten. Durch den Oversteer habe ich dann auch den Scheitel für diese Kurve verpasst. Verstappen vor uns und ich glaube auch nicht, dass wir hier den 6. Platz lange halten können, denn es wird eine Mammutaufgabe werden, diesen zu behalten. Ein Ferrari führt jetzt das ganze Rennen an, hat anscheinend auch ein bisschen von diesem ganzen Safety Car drumherum profitiert. War mir auch klar, dass wir dann nicht mit Verstappen, mit Sainz, mit dem Jungs da vor uns mithalten können. Es ist halt wirklich einfach immer noch, die sind noch um Welten stärker wie wir. Und die Reifen sind scheiße kalt. Ich komme da aus keiner Kurve so richtig grandios raus. Ihr seht, ein Quersteher geht über den nächsten. Und es wäre jetzt sowieso egal, es gibt eh noch kein DRS. Gut ist, dass Ocon vor Russell jetzt ist. Hilft uns aber ehrlich gesagt auch nicht ewig weiter, denn wir werden hier auf jeden Fall ein, zwei Plätze einbüßen müssen. Da bin ich mir fast schon sicher, dass der gute Russell safe noch vorbeikommen wird, aber auch, dass sich Ocon richtig stark hier machen wird. Also ich bin mir da über gar nichts mehr sicher. Es wird ein hartes Endfight-Rennen werden. Okay, die Rennleitung hat das DRS jetzt aktiviert. DRS ist jetzt aktiviert. Flagge. Ein paar Infos zu Joe. Anscheinend ist das Problem gravierend. Er gibt auf. Und irgendwie haben wir es hier wirklich geschafft, wenigstens diesen 7. Platz ins Ziel zu retten. Das sind wertvolle 6 Punkte, Albon hinter uns. Und ich glaube auch, dass wir all in all dieses Season echt immer um diese 8., 9., 7. maximal Platz kämpfen könnten. Und Russell hat sich hier wirklich unfassbar stark gemacht. Wo Alonso, wo Hamilton und Leclerc diese 5 Sekunden Strafen haben, ich weiß es nicht. Wir holen hier einen faszinierenden 7. Platz und gucken uns mal das Podium an. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das sehen will. Wir waren nah dran, aber ich muss sagen, bei dem Startplatz kann ich mich eigentlich, gut. Es war ein großartiges Rennen und eine erstklassige fahrerische Leistung, die Red Bull heute den Sieg gebracht hat.
Was denkst du, Stefan? Wo hatten sie heute den entscheidenden Vorteil? Ich denke, die Konstanz war heute der Schlüssel zum Erfolg. Schnell sein ist eine gute Sache, aber du musst eben Runde für Runde für Runde schnell sein. Wenn du das schaffst, kannst du von den Fehlern anderer Fahrer profitieren, falls du selber keine machst und so weit nach vorne ins Feld fahren. Hier kommen die Sieger von heute. Das Team von Red Bull hat in letzter Zeit hervorragende Arbeit geleistet. Man sieht deutlich, dass sie sich gesteigert haben und können deswegen auch stolz auf ihren heutigen Sieg sein. Sieht ein bisschen wie Franz Tost, dass der sich hier mit den Red Bull Jungs freut. Auch wenn, wer hat das Rennen eigentlich gewonnen? Es war Perez, okay. Deswegen natürlich, ja, war eine blöde Frage. Wir haben leider nicht ganz von der Leclerc-Hamilton-Strafen profitieren können. Da waren 2 Sekunden im Unterschied. Und auch Lance hat eine 5-Sekunden-Strafe bekommen. Nigel Mansell dann doch eher nüchtern, 4 Plätze nach hinten gegangen. Er ist im Qualifying, würde ich sagen, sogar besser als ich. Also zumindest dieses Wochenende. Dieses Rennen war ja besser und ich gönne ihn natürlich. Hoffentlich holt er noch den ein oder anderen Zähler in dieser Season. Das wird auch wichtig sein, denn wir wissen ja auch, letzte Season ist sich einiges wegen wenig Punkten nicht ausgegangen. Und ja, ich freue mich extrem. Hoffentlich seid ihr auch da wieder dabei. Und es war eine spannende erste Season, aber ich glaube, noch besser wird unsere zweite Season werden. Und hier Nigel Mansell, der ist wirklich on fire, ein toller Qualifier und ich hoffe, dass wir auch bald im Rennen von ihm die ersten Punkte sehen werden. Ich bin ein großer Fan und ich freue mich wirklich. Da gibt es auch ein bisschen Geld. Wir haben auch ältere Sponsoren noch mitnehmen müssen von der letzten Season. Also deswegen da auch noch nicht viele Änderungen. Trotzdem, wir müssen in Aerodynamik rein upgraden, wir müssen in Chassis upgraden, da ist die Moral niedrig und das wir sehen nach oben gibt das Pluspunkte in der Anfallshäufigkeit und in der Bauzeit. Also Anfallshäufigkeit wird mehr und die Bauzeit dauert länger und das ist natürlich all in all kontraproduktiv. Teile ist auch gut, ich muss sagen, der Verschleiß ist wesentlich besser geworden, wir sind da echt gut unterwegs, ich freue mich und das kann nur eine geile Season werden. Morgen oder irgendwann geht es dann nach Jeddah, nach Saudi-Arabien. Ich hoffe, ihr seid auch da wieder dabei. Abonniert unbedingt gern kostenlos den Channel. Falls ihr nichts mehr verpassen wollt, würde ich mich auch gerne über ein Däumchen rumfreuen, falls es meine Videos hier gefallen. Unser Rivale wie Carlos Sainz, auch wenn es wirklich so surreal ist, dass wir uns so einen starken Fahrer nehmen müssen. Schaut auch gerne auf ez-tobi auf TikTok vorbei. Links war alle unten in der Bio. Das heutige Wort ist Apex. Schreibt es gerne in die Kommentare und dann weiß ich auch, dass ihr treue Zuseher seid. Vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal oder später auf TikTok. Da kommt wirklich viel Stuff noch online diese Woche. Auch spezifisch zum Ungarn Grand Prix. Bis dahin, danke fürs Zugucken und ciao.